Wir befinden uns auf dem Kalksee und nähern uns jetzt der Krokodilsbucht. Sie diente einst als Kulisse für den Film Das indische Grabmal. Davon ist aber nichts mehr zu sehen. Nun wollen wir uns einmal die kleinen Wochenendhäuser anschauen, die in den 60ern entstanden sein sollen. Viel ist nicht zu sehen, weder von der Wasser- noch von der Straßenseite. Hier wird's interessant. Ein gewaltiges, in Plan eingewickeltes Objekt, ein Kunstwerk von Christo? Oder verbirgt sich dahinter etwas, das noch im Verborgenen bleiben soll? Reparaturanfällig sieht hier nichts aus. Wozu braucht's da der Aufstellung eines Bebauungsplans? Das soll uns der neue Verein Krokodilsbucht e.V. einmal erklären.